Hey Leute, willkommen zurück zu Max Plays Kingdom Under Fire Heroes. In der letzten Episode haben wir Ellens Kampagne abgeschlossen und starten heute, wie angekündigt, mit Leinhards Kampagne in der Dunklen Legion. Also der steuert dann die Dunkelelfen, ist aber ein Halbvampir. Ich hatte in der letzten Episode noch überlegt, ob das derselbe Vampir ist wie bei Kingdom Under Fire, dem Original. Wahrscheinlich nicht, mir ist jetzt nämlich der Name eingefallen, der heißt dort Richter und nicht Leinhard. Also sind es wahrscheinlich nicht die gleichen. 5 Jahre vor dem Enklabosser kriegst du genau das gleiche, ne? Eine Gruppe von Halbvampiren. Also dieselbe Zeitspanne wie bei Ellen. Das war ein bisschen zu erwarten, ne? Also die haben es ja am Ende auch getroffen. Genau, also Halbvampire haben Welland eingenommen und so weiter. Besser herstellen. Ist 5 Jahre vor dem Enklabosser-Krieg genau dasselbe wie 50 Jahre nach dem Heldenkrieg? In der Zwischenzeit rief sich Waldemar, der einsame Zehnte Vampirfürst in Ostbersia, zum König von Welland aus. Genau, das ist doch genau das, was da gerade stand. Voller Orks und Oger. Ne, voller Arbeiter. Er hat das Militär einsetzen zu machen, halt man die Orkstämme und nahm nacheinander auf. Diese Politik nannte er Besänftigung von Hexter. Das gelingt ihm aber theoretisch nicht. Stimme der Hexters auf Wellens Seite und viele kleine Stämme folgten ihm. Größten Krise der Geschichte. Und da bin ich auch gespannt. Ah, wir sind sein Sohn. Zum Besänftigungsaufseher und sandte ihn nach Hexter. Prinz Leinhard, nehmt diesen Weg durch die Wälder. Er führt zur Grenze des Daroka-Territoriums. Ich markiere euer Ziel auf der Karte. Die Versorgungseinheiten werden euch folgen. Vergesst nicht, dass es Orks sind. Ich weiß nicht, wie lange sie Befehle befolgen. Denkt auf eurer Reise immer daran. Ich brauche keine Erklärung, Gewalt. Und auch keine Warnung. Macht ihn dir! Ha! Zeigt ein Feuert auf sie! Aus einem Akt neue Befehle. Ich warte auf eure Befehle. Unser Speer wurde gefangen genommen. Wenigstens einer der 4 Einheiten müsste überleben. Unser Orks eskortieren? Darauf freue ich mich wirklich nicht. Speer wurde gefangen genommen. Die Versorgungseinheiten werden angegriffen. Ein Wunder. Weil die mit reinrennen, oder was? Selbst dann schuld. Dann können wir mit den Bogen schon mal einen Heilbaum stellen. Müsste Orks auch mitteilen. Und dann müsste ich hier mal gucken. Das sind seine diese Moves und dann mit. Okay. Ein starker Angriff. Los geht's! Okay. Angriff! Meister! Ha! Verteilt euch! Renn ja weg. Macht ihn die Hölle heiß! Wir seien Axtmeister! Ich Bewegung! Arme Dunkelelfen! Arme Dunkelelfen! Angriff! Ich werde gehorsam! Hat auf jeden Fall eine coole Stimme. Ich mache es. Meister! Viel besser als Geralt. Ich bin Leinhard, Graf von Arra. Halt! Macht ihn die Hölle heiß! Eure Zeit. Orks! Hinterhalt aus dem Wald! Es ist Unsterbliche! Halt! Feuert auf. Die Versorgungseinheiten werden angegriffen! Okay. Ork-Infanterie greift an! Wir haben einen Hinterhalt gemacht, na sowas. Was macht jetzt A? Okay, da rastet er einfach nur so ein bisschen aus. Was ist denn unsere Orks oder was? Die Pioniere. Ork-Infanterie, muss erkennen, weil die haben keine Rucksäcke. Ich zeige mal sein Special, wie der aussieht, wenn ich das in eine Richtung drücke. Sieht das aus, warte. Okay, der haut dann einfach. Okay.
Dein Special sieht erstmal nicht so gut aus. Okay. Wenn ich es in keine Richtung drücke, habe ich mich da auch in die Luft. Oh, ein Anführer. Bitte, wie habe ich das gemacht? Muss ich gleich mal ausprobieren, dann ich mehr Dinge habe. Irgendwie kann ich... Fledermäuse. Ich warte auf eure Befehle. Um Gnade, Vincent. Nein, Prinz von Willock. Vorwärts. Rückt aus. Außen rumgehen halt. Angriff! Ja, nicht durch die Fallen rein, möglichst. Macht ihn die Hölle heiß! Verdammt, Angriff! Wo rennt ihr denn hin? Macht ihr hier nochmal einen Kreisel oder was? Haus vor allem 450 Dings. Eure Zeit ist um, Sterbliche! Dass ich hier mal einen Heilbaum setzen kann. Die Specials mit der Vampir sieht sehr, ich werde gehorsam leisten. Ich sag mal. Oh, Meister, aus dem Westen, geht alle in Deckung. Lauft, Meister befohlen. Lauft, vielversprechend. Meister befohlen. Lauft, Meister befohlen. Lauft, mein Halt, stopp. Ein paar durch. Zeigt einfach auf ein Ziel. Oh, Infanterie, greift an! Ihr wagt es, Leinert herauszufordern? So, was passiert, wenn ich jetzt Y und dann A drücke? Bogenschützen haben einen Feind abgeschossen. Auf-Axtkämpfer haben sie zurückgedrängt. Okay, dann muss ich mehrfach Y drücken. Ich, was ist los? Okay, interessant. Was Ochs? Ogre? Ich habe gerade einen Ogre gehört. Da. Jetzt lass mich hier durch. Ich werde mir eh nicht rechtzeitig kaputt kriegen, ja, wenn ich sehe, wie schnell die... Probieren wir das nochmal mit den Fledermäusen. Ja, das macht ordentlich Bumm. Ist fest. Den Ogre kriegen wir jetzt wahrscheinlich nicht tot, bevor wir alle anderen Einheiten killen. Deswegen können wir den noch... Oh, guck mal, hier auch noch ein Anführer. Ja, bei der Kampagne gibt es dann immer mal Anführer, das ist ganz praktisch. Ja, ja. Macht ihn die Hölle heiß! Macht ihn die Hölle heiß! Angriff! Eure Zeit ist um. Dunkelelfen regenerieren auch im Wald so. Grundsätzlich. Die Orks halt nicht. Seit wann sind Orks so clever? Das klingt doch eher nach Dunkelelfen. Werdet um Gnade. Da habt ihr recht. So ein geplanter Hinterhalt kommt wirklich unerwartet. Alle Winsel. Sie müssen Hilfe haben. Vielleicht ja, nein. Bogenschützen haben gesiegt. Ork-Axtkämpfer haben einen Feind ausgeschaltet. Die Kolonoiden würden sich doch nie mit Orks zusammentun. Hier lang? Eigentlich würde mich noch sehen, was hier ist. Weil das sieht wie der offensichtliche Weg aus. Ich bin Leinhard. Los geht's! Vorwärts! Puta! Zeit jetzt! Befehl, Meister! Ich, was ist los? Was hier der Umweg ist. Wahrscheinlich müssen wir den Umweg auch gehen. Ich hab verstanden. Hier lang? Psst. Infanterie, Infanterie. Verstanden. Ich hab verstanden. Leinhard nach vorne. Rückt aus. Verteilt euch. Ich werde gehorsam leisten. Wir bleiben hier stehen. What? Macht ihn die Hölle heiß. Aha. Zerfeuert auf sie. Axtkämpfer halten sich in Reserve. Wohin? Speer spähen aus. Eure Zeit ist um, Sterbliche. Da ist doch ein Anführer. Hi. Deine Zeit ist gekommen, Freund. Die Versorgungseinheiten werden angegriffen. Feind, ja. Wenn ich jetzt... Lass mich ihn hauen, wirklich. Unser Speer wurde gefangen genommen. Alter, schau's da aus. Ein Angriff, gut, next. Hier ist schon der nächste Anführer. Werdet um Gnade winseln! Bogenschützen haben einen Feind abgeschossen! So. Oh mein. Ich warte auf eure Ich mache Stachelschweine aus Werdet euch! Um Gnade Feuert winseln. Auf sie! Arme Dunkelelfen! Nur Leute in der Luft, ne? Wir seien acht. Ich werde Gehorsam leisten! Ich mache Stachelschweine aus euch! Die Bogenschützen sind in Gefahr! Sie greifen die Axt aus! Hey, hier Bogenschützen werden attackiert! Ach, Hölle, da hätte man nicht reingehen dürfen!
bin Leinhardt. Vorwärts! Verteilt euch! Was ist los? Das ist krass. Damit hätte ich das nicht gerechnet. Stufe was? 8, 7. Ist auch ein Fluss noch dazu. Die Infanterie sind keine Probleme, aber. Das müssen wir nochmal machen. Ja, das können wir überspringen, oder? Danke. Verteilt dort! Los! Prinz Leinhardt, nehmt diesen Weg durch die Welt. Stärkung im Osten. Also ich fand das jetzt ein bisschen uncool. Also hier sollte man nicht einfach nur wild reinrennen, weil die, wenn dann die ganze Lufteinheiten Boys kommen, da hast du ein echtes Problem. Ich brauche keine Erklärung, Gewalt. Und auch keine Warnung. Leinhardt, Graf von Arrain. Ork-Infanterie greift an! Ja. Wo sie jetzt wieder zurückziehen. Orks eskortieren? Darauf freue ich mich wirklich nicht. Die Versorgungseinheiten werden angegriffen. Ich kann das gleich ab. Verteilt euch! Angriff! Ich mach Feuer, beweg, ich mache. Verteilen neue Befehle. Los! Meister. Ja, die werden wir vielleicht auch gleich hinten behalten. Ich bin Leinhardt, Prinz von Belot. Vorwärts, macht ihn die Hölle! Er feuert auf sie! Orks, hinterhalt uns im Wald! Ich warte auf eure Befehle. Ihr wagt es. Die Versorgungseinheiten werden angegriffen. Leinhardt heraus. Jetzt gibt's hier einen Anführer wieder. Oder nicht? Da! Geh mal aus dem Weg. Geh mal aus dem Weg. Ihr kleinen Ork-Infanterie greift an! Zeug. Mich interessiert das Anführer. Ich bin jetzt tot. So, dann ist nur noch die eine. Ist hier auch noch ein Anführer? Ihr werdet um Gnade winseln! Okay, Sophie hat das jetzt gar nicht gemacht. Interessant. Mensch, jetzt. Stirb, Kartoffel. Dann müssen wir dann gleich die Axtkämpfer aus dem Kampf rausholen. Na, stirb halt. Und dann mit den Flugleuten, das ist ein Problem. Groß. Verteilt euch! Angriff! Einfach wild durch, was soll's. Macht ihn die Wir töten, lauft! Meister Und befohlen! Zeit ist unsterbliche! Lauft! Meister befohlen! Okay. Halt! Storm! Ich gewagt es, Leinhardt herauszufordern? Das ist ein Anführer. Aus dem Westen, geht alle in Deckung! Befehle, Meister! So, verteilt euch mal, dass wir die Ork-Reiter verteidigen können. Das ist der Anführer. So. Der ist tot. Ihr werdet um Gnade winseln! Bin ins Kampf gelaufen! Problem ist jetzt, haben wir die nicht so gut erwischt wie gerade eben. Schnell! Verteilen! Neue Befehle, halt, stopp! Ich warte auf eure Befehle. Ich mach... Ihr wagt es, Leinhardt herauszufordern? Ihr werdet um Gnade winseln! Aber oh, nicht so gut, Was ist denn jetzt? Können wir jetzt hier oder können wir nicht? Ich werde Gehorsam leisten. Fächert die Schüsse auf! Mein Meister, hier lang, hier, halt, stopp! Bogenschützen im Nahkampf! Ja. Ork-Infanterie greift an! Eure Zeit ist um, Sterbliche! Das sind die Reiter, die müssen wir ausschalten, das ist gerade das Wichtigste. Okay, das müssen wir schon ein bisschen zielen.
Krieg auch weiter, sind nicht gleich weg. Den kriegen wir diesen mit dem Ogre wenigstens. Wenn er aufhört, uns hier zu hauen. Wollte hier irgendwie wild rumschreien und Schaden machen. Das ist vor allem tot. Macht ihn die Hölle heiß! Verteilt euch! Und da hat die erste Mission wieder gleich so in sich hier. Wahnsinn. Wie gesagt, das mit den Reitern hat mir beim vorhergehenden Spiel durchspielen besser gehabt. Na, komm. Mit dir. So, wo ist denn noch einer? Seit wann sind Orks so clever? Das klingt doch eher nach Dunkelelfen. Da habt ihr recht. So ein geplanter Hinterhalt kommt wirklich unerwartet. Sie müssen Hilfe haben. Vielleicht hier umbleiben. Bogenschützen haben gesiegt. Ork-Axtkämpfer haben einen Feind ausgeschaltet. Jetzt sehen wir schon die Flugviecher da hinten. Sollten wir erstmal ignorieren und nach Westen ist das hier gehen. Was ist Speer los? Guckt, ob wir von hinten überfallen werden. Und dann können wir die vielleicht von der Seite flankieren. Ich hab verstanden. Hier lang? Ich bin Leinhard, Prinz von... Los geht's! Leinhard, Prinz von Wellern. Wohin? Arme Dunkelelfen. Angriff! Ich werde doch Feuer... Ich bin Leinhard. Ork-Infanterie kämpft! Eure Zeit ist um, Sterbliche! Und noch kurz Magie, Waffen für uns gemacht. Da ist der Anführer weg. Macht manchmal so geile Ausweichmanöver. Die wären vielleicht mal interessant, um schnell durchs Schlachtfeld zu kommen. Ich werde dich umknallen. Wir töten alle. Standardformation. Angriff. Eure Zeit ist um, Sterbliche. So, gibt's hier noch einen Anführer? Ja, da ist er. Gut, dass die beritten sind. Da kann man die so gut ausmachen, wo die sind. Die Versorgungseinheiten werden angegriffen. Wohin? Die sind noch... Ja, die sind einfach hier. Bogenschützen haben gesiegt. Ork-Axtkämpfer haben einen Feind ausgeschaltet. Bin vorwärts. Rückt aus. Okay, okay, weiter geht's. Mit den Versorgungseinheiten sind schon so angeknapst. Oh ja. Vorwärts! Das ist uncool. Rückt aus! Was jetzt hier ist, das sieht auch keiner, ne? Oder dieser Fluss. Los geht's! Macht ihn die Hölle heiß! Mal hier, Axtkämpfer, Infanterie, Skorpion. Ich werde Gehorsam leisten. Ich mache... Arme... Angriff! Eure Zeit ist um, Sterbliche! Wir kommen wieder! Ork-Infanterie greift an! Ha! Feuert auf sie! Jetzt! Hey, hier lang! Ich bin... Verteilt euch! Bogenschützen im Nahkampf! Macht ihn die Hölle heiß! Was bin ins Kampfgetümmel geraten? Ich muss mich zu... Lauft! Schnell! Ich bin Leinhard, Prinz von Belot. So. Eure Zeit ist um, Sterbliche! Ork-Axtkämpfer? Gibt's hier einen Anführer? Warte, wir versuchen das nochmal mit den Fledermäusen. Wo sind einige? Geht. Noch macht das nicht so viel. Ich warte auf eure Befehl. Ich mache nur, wie schnell das Leinhard frei ist, dass er dann sich um den Skorpion kümmern kann. Ich werde Gehorsam leisten. Jetzt mal ein Dings dahinstellen. Was ist los? Ihr wagt es, Leinhard herauszufordern? Das wird die Pioniere immer mit reinrennen müssen. Können die nicht einfach abwarten? Im Ernsthaft jetzt. Oh, da ist der Anführer. Wusste ich doch. Ja, hör auf mich anzugreifen, ihr kleinen Kruppzeug. Mir geht's um den großen Boy hier. Großen Ork-Typen. Ah, okay. Damit kommt man wenigstens, sag ich mal, durch Gruppen von Gegnern relativ gut durch, wenn man... Wir kommen wieder. Ich werde dich um Gnade bitten. Verteilt euch! Bogenschützen haben gesiegt. Zeigt ein Feuert auf sie! Arme Skorpione kennen wir uns ja aus. Zeit ist um, Sterbliche. Vielleicht können wir jetzt sogar mal einen Haar-Move machen. Obwohl, der macht nicht wirklich mehr Schaden. Weil der mit dem leichten Angriff, also dem, da greift man viel schneller an. Brauchen wir gar keinen schweren Angriff hier in dem Fall.
Es gibt berechtigte Verstärkung in der Garogan im Osten. Oh fuck. Es ist wichtig, dass wir die Versorgungseinheiten zum Daroka-Stamm bringen. Weiß nicht auf das Offensichtliche hin, Dewald. Angriff! Bogenschützen im Nahkampf! Was bin ins Kampfgetümmel geraten? Wo gehst du denn hin auch? Die Zeit ist um, Sterblich herauszufordern! Da ist der Ober. Bin ins Kampfgetümmel geraten. Lauft, schnell! Bist du denn ins Kampfgetümmel geraten? Ich mache Stachelschweine aus euch! Mal ganz ruhig. Na los! Gut. Jetzt auf die Lindwürmer. Feuert auf sie! Ist da hinten noch ein Skorpion? Wir müssen hier schnell durch und dann den nächsten Skorpion killen. Aus hier, weg. Weg mit dir. Die Frage ist, ist man damit wirklich jetzt schneller? Den haben wir noch mal kurz ordentlich XP gekriegt. Das gegnerische Reiter, oder? Ich werde dich um Gnade winseln! Bogenschützen haben gesiegt! Sie greifen die Axt aus! Ich warte auf eure Befehle! Ich mache Stacheln! Ich bin... Verteilt euch! Macht ihn die Hölle heiß! Ich werde Gehorsam leisten! Ich bin Leinhard, Prinz. Angriff! Na los, Skorpion weg. Entwürmer sind auch fast weg. Bogenschützen im Nahkampf! Lauf! Die Zeit ist um, Sterbliche! Den Skorpion schnell killen und dann die Bogenschützen befreien, dass sie sich weiter um die Flugviecher kümmern können. Komm, weg mit dir. Verbündete Reiter, okay? Kämpfer haben einen Feind ausgeschaltet. Wohin? Ich warte auf eure Befehle. Feuert auf sie! Macht mal hier eure... Eure Zeit ist um, Sterbliche! Ich mache Stachelschweine aus euch! Was? Ihr wagt es, Leinert herauszufordern? Skorpion, Skorpion, Skorpion. Also, der Anführer. So, Skorpion weg. Der nervt nämlich. Und dann können wir uns mit dem Ogre kümmern als nächstes. Dann müssen wir dann mal eine Heilung kaufen. Ich werde Gehorsam leisten. Ork-Infanterie, greift an! Feuert auf sie! Bogenschützen! Nahkampf! Lauft! Schnell! Okay, dann müsst ihr da hinten raus. Okay, hier kriegen wir auch ein bisschen Heilung ab, oder war das eher nur so am Rand? Ein bisschen nur, ne? Wir haben auch... Orks fällt mir gerade auf. Keine... Doch, haben wir. Wir haben Dunkelelfen. Komm ich zurück. Immer so viel Orks in uns rum, dass ich das schon wieder halb vergessen habe. Weg mit dir, du Ogre. Stirb. Danke. Ork-Axtkämpfer haben einen Feind ausgeschaltet. Macht ihn die Hölle. Ha! Zeigt einfach auf ein Ziel. Ich mache Stachelschweine oh, aus Freunde, euch. Freunde, die Lindwürmer hier, okay? Dunkelelfen. Befehle, Meister. Meister. Verteilt euch! Angriff! Lässt du der Ork-Infanterie dort wegprügeln? Eure Zeit ist um, Sterbliche! Okay. Kannst du mich bitte vorteleportieren? Danke. Welche sind jetzt die Feinde? Das hier, ne? Ah, ist eh bald weg. Bogenschützen haben gesiegt! Ich werde Gehorsam leisten! Gibt's noch Flugviecher? Nee. Feuert auf sie! Ich bin... Verstanden. Arme Dunkelelfen. Die Zeit ist um, Sterbliche. Das war auf jeden Fall der bessere Move. Ork-Infanterie greift an! Komm, weg mit dir. Ihr dritte Schlag macht ihn ein bisschen benommen. Komm schon. Bam! Ich warte auf eure Befehle. Ich mache Stachelschweine aus. Kampfballon. Wir haben einen Feind ausgeschaltet. Ich bin Leinhard, Graf von Arain. Unser Speer wurde gefangen genommen. Ich werde gehorcht. Feuert auf sie! Wir verteilen. Ich bin Leinhard,
Ich warte auf eure Befehle. Magische Pfeile, damit ein bisschen schneller. Ach du Scheiße. Sie greifen die Axt-Orks an! Arme die Bogenschützen sind in Gefahr! Bogenschützen werden attackiert! Was ist denn euer Problem? Rückt aus! Los geht's! Ich werde... Werft neue Befehle. Ha! Zeigt einfach auf ein Ziel! Ich mache Stachelschweine aus euch. Ich bin Leinhard, Graf von Arain. Und den kann man eh nicht mehr viel machen. Hier komm. Ich warte auf eure Befehle. Gott, ey. Die Kampfbalance haben es echt in sich. Hauptsache, die töten uns fast mit einem Hit. Ich bin Leinhard, Prinz von Belon. Ich werde Gehorsam leisten. Das Problem ist, dass die Bogenschützen schon so einen großen Hit eingesteckt haben. Der eine Kampfballon müsste jetzt umfallen. Bogenschützen haben gesiegt! Feuert auf sie! Ich mache Stachelschweine aus euch! Ob das so geplant war. Frage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber auf jeden Fall kriegen wir es irgendwie gebacken gerade. Mit etwas Glück. Gleich können wir noch mal eine Heilung reinmachen auch. Und gleich noch mal magische Waffen, dass es alles ein bisschen schneller geht hier. Wir haben nur noch gefühlt drei Bogenschützen, aber die machen es jetzt. Die Lindwürmer machen überhaupt nichts von uns, gefühlt. Na los, nicht mehr viel, Kampfballons. Boah, meine Fresse. Wie sollte man da jetzt am besten hingehen? Also weil, es war ja ein Hit, der Leinhard und die Bogenschützen so hart getroffen hat. Bogenschützen haben gesiegt. Bewegung. Wir haben den letzten Gottschalk getötet. Jetzt. Herzlichen Glückwunsch, Prinz Leinhard. Seine Majestät wird sich freuen, von eurem Erfolg zu hören. Eieiei. Von wegen eine leichte erste Mission. Gut, dass wir den noch nicht als erstes gespielt haben. Da sind wir wenigstens schon ein bisschen drin, was die Steuerung angeht und so. Ja. Uff. Jede Menge Gold, jede Menge Erfahrung. Mal gucken, ob wir es auch gleich einsetzen können. Wir sind ja jetzt irgendwo ein Hexter. Ihr seid Leinhard, der Arain-Häuptling? So ist es. Er ist kein Häuptling. Das ist Leinhard, Prinz von Arain und Ritter von Belond. Ja, das ist für einen Ork das Gleiche. Prinz, ist das wie ein Häuptling? Ja. Prinz, wir haben einen Kriegshäuptling, einen Häuptling. Das ist gut so. Warum hat Belond so viele für ein und dasselbe? Tja. Gesprächig für einen Ork. Seid ihr Daroka? Nein, ich bin nicht Häuptling Daroka. Er ist größer, stärker und mächtiger als ich. Deswegen ist er der Häuptling. Nun gut, ich habe keine Zeit für Geschwätz. Bringt mich sofort zu Daroka. Ah ja, der Häuptling wartet. Hier entlang. Ah, ein kleines Lager. Ah, ein Dorf. Daroka-Dorf. Wir sind da, mein Lord. Das ist es? Es ist sauberer, als ich dachte. Ich höre schon die Beschwerden der Dunkelelfen. Ich ertrage den Gestank nicht. Wart meine Baracke so weit wie möglich weg. Ich habe euch erwartet, Prinz Leinhard. Oh, Big Boss. Danke für eure Gastfreundschaft, Häuptling Daroka. Dankt König Waldemar von mir. Er gibt uns viele gute Waffen. Die Waffen geben uns Stärke. Stärke, Valons Feinde zu vernichten und mehr Orks für König Waldemar zu unterwerfen. Häuptling Daroka, ich danke euch für eure Mühe im Namen von Valons. Eure Taten werden noch heller glänzen, wenn Valond und Hexter vereint sind. Das ist grammatikalisch falsch. Ich danke euch für eure Mühen im Namen Valons oder im Namen von Valond.
Ja, willkommen, Prinz Leinhard. Ruht euch nun aus. Vampire? Ausruhen? Prinz Leinhard, Häuptling Daruka möchte euch dringend sehen. Die Orks sind sehr beschäftigt. Was geht hier vor sich? Ich wünschte, ich wüsste es, Milord. Vergebt mir. Ich verstehe leider kein Wort von dem, was Sie sagen. Häuptling Daruka, ihr wolltet mich dringend sprechen? Menschen, Prinz Leinhard. Menschen haben uns angegriffen. Menschen. Menschen haben hier angegriffen? Nicht hier. Sie griffen den Jurai-Stamm an. Der Jurai-Stamm lebt weit im Osten. Im Hexter, an der Grenze nach Hironeiden. Wird der Jurai-Stamm besiegt, kann niemand die Hironeiden aufhalten und sie dringen weiter nach Hexter vor. Niemand kann sie aufhalten. Ja, ich verstehe. Wolltet ihr mich um Hilfe bitten? Unser Stamm und die Jurai haben dieselben Wurzeln. Wenn wir sie retten und ich es ihnen sage, schließen sie sich König Waldemar an. Was denkt ihr? Zwei Fliegen mit einer Klappe. Die Jurai waren bisher neutral und sie waren stark genug, die Neutralität zu bewahren. Sind die Jurai unsere Verbündeten, könnten sie der Schlüssel zur Vereinigung Hexters sein. Also schon mal Spoiler, ne? Wir wissen das aus Crusaders, dass Velond es nicht geschafft hat, die Orks zu vereinigen. Also meines Wissens, ne? Verstehe. Also kann mich auch irren. Macht euch bereit, sofort abzurücken. Dewald, ihr habt viele Menschen gesehen, nicht wahr? Ich meine, freie Menschen. Vergebt mir, mein Lord. Das war vor langer Zeit. Ich erinnere mich kaum noch daran. Die Menschen in Velund sind so leblos. Aber das kann man wohl von jeder Art Vieh sagen. Aber gegen Menschen zu kämpfen, die noch Geist haben, das ist aufregend. Wie das erste Mal Blut zu trinken. Bei allem Respekt, mein Lord. Ihr solltet euch nicht so hinreißen lassen. Bei allem Respekt. Genießt den Kampf, aber denkt daran, dass Menschen überraschend gefährlich sein können. Unter allen sterblichen Rassen in Mercia sind die Menschen wahrscheinlich die gefährlichsten. Weil sie unberechenbar sind. Abgesehen von euch? Aber nein, ihr seid bereits tot, oder? Wie unangenehm. Ich dachte, dass ihr es schon wisst. Ich bin ein Orklich, mein Lord. Oh. Ist das wahr? Kommt es euch so unmöglich vor, mein Lord? Wie unangenehm. Ich bin ein Ork gewesen. Ja, jetzt müssen wir nochmal alles durchdrücken. So, jetzt haben wir hier alles mal durchgedrückt. So. Wir haben Bogenschützen, wir haben Axtkämpfer. Ich möchte aber die nicht als Axtkämpfer, sondern als... die haben ja Frontal, damit können die auch Reiter werden. Ne? Ich habe keine Lust, nur blöde Axtkämpfer zu haben. Bogenschützen bleiben hier immer Bogenschützen, sehe ich schon. Aber die können... Okay, das ist egal. Das können sowohl die als auch die werden, ne? Ja, mit diesen neuen Elementargeschichten. Ich finde die Orks eigentlich immer interessant. Kampfbeugung heißen, die fliegende Bombeeinheit lässt Giftbeutel auf Truppen herabregnen. Die waren gerade ziemlich nervig. Teamwork zähmen. Das ist dasselbe wie hier, ne? Ja. Dann haben wir hier noch die Ghule. Also wichtig ist vor allen Dingen, dass die zur... Oh, das können die direkt. Zur schweren Infanterie werden. Du bist Fernkampf. 10 Fernkampf, aha. Du hast mehr Fernkampf als die? Also die bleiben immer Fernkämpfer, sehe ich. Die haben gerade noch Eis dazu gekriegt. Oder die haben Eis. Die können Schneesturm zaubern, okay. Das habe ich gar nicht so für voll genommen. Eisspeer. Offizier, okay. Gut, also die können auch ein bisschen zaubern. Und du hast wahrscheinlich Blitz. Ah. Also du könntest, wenn ich dich... okay, den Offizier kann ich nicht freimachen, aber den kann ich wechseln. Die könnten später, wenn ich dir noch Reiten gebe, zu berittenen Bogenschützen werden. Ja, aber später. Die kriegen jetzt erstmal noch ein bisschen Fernkampffähigkeit. Und die müssen...
noch 7 Reiten kriegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, zack. Aufgabe, schwere Orkreiter. Okay. Erst prügel ich hier einen Nahkampf rein, also mindestens Stufe 20. Ja, Stufe 22 Nahkampf sieht gut aus. Was kannst denn du hier? Was gibt es denn für spezielle Fluchangriff? Finde ich ziemlich gut. Das werde ich auch direkt machen. Da habe ich direkt was Cooles. Stufe 23 ist immer perfekt. Ne, Elementarangriffe sind immer gut. Trefferpunktregeneration. Okay. Nahkampffluch. Trefferpunktregeneration. Punktregeneration. Und EP-Gewinn. Es hat 8 Nahkampf. Hat 6 Nahkampf. Aber ich meine, Trefferpunktregeneration und Erfahrungspunktregeneration. Erhöhte Erfahrungspunkte sind klasse. So, mehr Gold haben wir jetzt wahrscheinlich nicht. Um hier noch irgendwelche Ausrüstung. Ja, das kostet alles zu viel. Gut, aber hier können wir gucken, dass man einen Nahkampf von Eis kriegt. Mal später. Jetzt gibt es ja nichts mit Eis. Fernkampf von Eis wäre gut. Hier, sowas. Wenn man sich's leisten könnte, dann wäre das perfekt für die Jungs. Mädels. Selbes hier. Selbes hier. Okay. Cool. Und die kriegen dann halt irgendwas mit. Die haben auf jeden Fall hier irgendein Schild. Und hier kriegen die dann auch noch Gutes. Okay. Okay, okay, okay. Jede Menge coole Ausrüstung kriegen wir dann. Also wir haben für unsere Infanterie die schon mal ziemlich krass gemacht. Jetzt gibt es wahrscheinlich wieder Wooden Shade und Unbekannt. Also eine Level-Mission, wodurch wir dann unsere 3 Truppen, die wir jetzt haben, noch mehr leveln können. Das ist natürlich jetzt die Frage. Der Jura. Die können keine Unterstützung. Ob wir jetzt bald versuchen, zeitnah eine Unterstützungseinheit reinzukriegen. Also so ein Kampfballon hat ja dieselben Voraussetzungen wie so ein Sumpfmammut. Sumpfmammut finde ich eigentlich ganz cool, weil die ziemlich dick und widerstandsfähig sind, sind dafür auch relativ langsam. Knochendrachen können wir halt nicht machen. Sodass ich vielleicht, wenn wir jetzt Gold und Erfahrung übrig haben, jemanden anwerbe, einen Ork, der Teamfähigkeit und Zähmen oder sowas hat und dann versuche, relativ schnell so einen Kampfballon zu bekommen. Ein schwarzer Lindwurm ist natürlich auch nett, aber meine Unterstützungseinheit der Wahl ist hier Kampfballon, beziehungsweise dann auf jeden Fall ein Mammut. Mammut von 0 auf 100 aufzubauen ist wahrscheinlich sehr kostenintensiv, was die Erfahrungspunkte angeht. Gut, also hier haben wir mit Leinhard gleich mal eine längere Mission gemacht. Das ist ja gar nicht so schlecht. Da sind wir gleich mal richtig reinkommen und haben direkt auch 3 Einheiten, die wir jetzt auch in unserer üblichen Wunderkombination Infanterie, Fernkampf und Kavallerie aufgestellt haben. Damit kann man meine Standardmanöver immer ausführen. Also mit Kavalleristen wichtige Ziele binden, was meistens Fernkämpfer sind und so weiter. Und dann die mit Nahkämpfern austauschen und dass sie dann das nächste Ziel binden können. Und die Bogenschützen sind Unterstützer, Heiler und Zauberer. Hier jetzt sogar noch umso mehr, weil es Dunkelelfen sind. Gut, ich hole schon wieder viel zu weit aus. An der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.